Liebe Kölner und Kölnerinnen, Jünger, die damals mit dem Herrn Jesus gegangen sind, die ihm nachgegangen sind, die er in die Jüngerschaft gerufen hat, waren genauso neugierig wie Sie und ich. Als der Jesus Christus mal so ein bisschen zur Ruhe kam, da haben sie ihm die Frage gestellt, sag mal Herr, woran erkennen wir, dass du, wenn du zum Himmel gefahren bist, wann du wiederkommen wirst? Das war eine Frage, die brannte ihn auf den Nägeln. Was gibt es da gewisse Zeichen, gibt es da gewisse Dinge, auf die wir zu achten haben? Und die Bibel, die zwei Teile hat, das Alte Testament, das Neue Testament, im Matthäus-Evangelium, im 24. Kapitel, da steht das genau beschrieben. Sie können das gerne zu Hause nachlesen. Und zwar sagt der Herr Jesus am Anfang, achtet darauf, dass euch niemand verführe. Es werden viele sagen, hier ist Christus, dort ist Christus. Wie ist das zu verstehen? Ist das hochaktuell? Doch. Vor 70 Jahren, da haben die Nationalsozialisten gesagt, der Jesus Christus, das ist der germanische Christus, der patriotische Christus, der nationale Christus. Auch wieder so ein selbstgemachter Christus, der mit der Bibel nichts zu tun hat. Wenn Sie sagen, Arno, das ist ja gar nicht irgendwie aktuell. Doch, wir hauen immer wieder einen raus. Jetzt haben wir jetzt einen ganz neuen Christus, den Gender-Christus. Den haben wir uns jetzt auch zurechtgebacken. Da haben wir ein bisschen länger für gebraucht, aber der ist jetzt fertig. Nur damit hat er auch nichts zu tun. Und die anderen sagen, vielleicht gibt es ja den Öko-Christus. Wie wäre es denn damit? Der steht auch nicht in der Schrift. Damit hat die Bibel, wie die Bibel ihn beschreibt, auch nichts zu tun. Also der Herr Jesus warnt davor. Wie können wir uns jetzt davor schützen und wahren? Lesen Sie die Bibel. Nehmen Sie sich bitte eine mit und lesen Sie nach, wer wirklich Christus ist. Dann sagt der Herr Jesus den Jüngern, ein Volk wird sich gegen das andere erheben, bevor ich wiederkomme. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Da werden Sie sagen, hier in Europa merken wir da mal gar nichts von. Das stimmt, da haben Sie recht. Das ist ein großes, großes Gnadengeschenk Gottes, dass wir schon 7 Jahrzehnte hier in Frieden leben. Aber schauen Sie sich doch mal bitte in der Welt um. Sagen Sie mir mal einen Ort auf dieser Welt, wo kein Krieg ist, wo es keine Auseinandersetzung gibt. Und wenn wir meinen, da auf der einen Seite ebbt es ein bisschen ab, können Sie sich noch daran erinnern, in den 90er Jahren, da hatten wir auf einmal einen Bürgerkrieg mitten vor der Haustür. Da ging es in Jugoslawien auf einmal richtig heftig zur Sache. Ein Volk wird sich gegen das andere Volk erheben. Die Bibel spricht davon, wie die Menschen in der letzten Zeit sein werden. Die Menschen, wie werden sie sein? Was meinen Sie, was die Bibel davon sagt? Sie werden gehorsam sein den Eltern gegenüber. Was meinen Sie, was da steht? Die Bibel sagt das genau andersrum. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit werden die Menschen sein, prahlerisch, geldliebend, auf sich schauend, sich selbst anbetend. Schauen Sie sich bitte um. Wir leben in einer Zeit, wo der Mensch absolut im Fokus steht. Der Mensch steht so im Vordergrund, dass dafür Gott gar kein Platz mehr ist. Und wenn Sie sagen, ja, das ist jetzt so, Arno, das war früher nicht so, das war früher auch, das war früher nicht anders gewesen. Lesen Sie nach im ersten Buch Mose, Altes Testament der Bibel, Kapitel 11, da haben die Menschen gesagt, wir wollen jetzt mal Gott irgendwie näher begegnen. Und da haben sie den Turm zu Babel gebaut und wollten mal Gott deutlich machen, wir sind genauso groß wie du. Wir sind genauso wie du. Wir sind Gott. Hochaktuell, nicht? Hochaktuell, wenn ich mich so umschaue und wenn ich manchmal so die Unterhaltung im Fernsehen verfolge, das hat eine Menge mit dem Turmbau zu Babel zu tun. Wir sind wie Gott, wir werden sein wie Gott. Hochaktuell. Dann sagte er Jesus zu seinen Jüngern, Hungersnöte werden da sein. Schauen Sie sich doch mal bitte um. Wenn wir auch hier in Europa, in Westeuropa, davon nichts mitbekommen. Die aktuellen Zahlen sind so, 80 Millionen Menschen auf dieser Welt haben noch nicht einmal am Tag eine Handvoll Reis. 80 Millionen Menschen auf dieser Welt haben noch nicht mal eine Handvoll Reis. Hungersnöte. Und man weiß ganz genau, man kann die Klimakatastrophe nicht wegdiskutieren. Durch die Klimaveränderung werden die Hungersnöte größer werden.
Dann sagen die Jünger, fragen sie weiterhin, was wird denn noch sein? Dann sagt der Herr Jesus, Seuchen. Seuchen werden auftreten, hochaktuell, nicht? 1912 hatten wir die spanische Grippe. Jetzt haben wir den Coronavirus. Jetzt dürfen wir ohne Masken rumlaufen. Vielleicht haben Sie gerade bei einer Tasse Cappuccino oder Kaffee darüber diskutiert. Was meinst du, wie lange geht das gut? Was ist das da so mit dem Delta-Virus? Wird das Weihnachtsfest wieder ins Wasser fallen? Wann müssen wir wieder Rückschritte machen? Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Jesus sagt in seinem Wort, lesen Sie das bitte im Matthäus Evangelium 24. Kapitel durch, Seuchen werden auftreten. Wir haben doch gedacht, sind wir mal ganz ehrlich, früher haben die Menschen gehabt die Pockenseuche und dann gab es noch gar nicht vor langer Zeit die Kinderlähmung. Wir haben gedacht, wir haben alles im Griff, nicht? Wir sind so schlau als Menschen, wir stehen da über Gott und wir haben das im Griff. Und jetzt kommt hier einer an in Köln und sagt, Jesus Christus sagt, so eine Vorwehe, bevor ich wiederkomme, sind Seuchen, sind Kriegs. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, der Mensch wird aufgebläht sein, wird nicht überzeugt sein. Schauen Sie sich um, beurteilen Sie das selbst. Wie nehmen Sie das wahr? Und jetzt, warum sage ich Ihnen das? Das ist nicht, um Ihnen irgendwie Angst zu machen. Aber ich möchte Ihnen das in Jesu Namen sagen. Jesus Christus kam auf dieser Welt beim ersten Mal. Da hatte er eine Knechtsgestalt. Das fing schon bei der Geburt an. Da hatte man gerade mal so einen Futtertrog für ihn über, wo man ihn reinlegen konnte und so einen billigen Stall. Und Jesus Christus hatte bei deiner ersten Ankunft nur im Sinne Gutes zu tun. Er hat Blinde wieder sehend gemacht, Krüppel konnten wieder gehen und man konnte ihnen keiner Sünde nachzeigen und beweisen. War das so wahr? Das haben wir heute schon gehört. Konnte er ihre Schuld und meine Schuld ans Kreuz tragen und hat das so bezahlt, als ob er sie verschuldet hätte. Aber er wird das zweite Mal wiederkommen. Jesus Christus kommt wieder. Unterschätzen Sie das nicht. Und diese Dinge, das muss ich Ihnen leider sagen, da können Ihnen die Politiker, können uns die Politiker sagen, was sie wollen. Sie versuchen alles, was die Menschen, wie es in der Bibel besteht, schon immer versucht haben. Sie versuchen, den Himmel auf Erden zu kriegen. Sie versuchen, irgendwo die Völker sollen alle näher zusammenrücken und die Religion sollen näher zusammenrücken und es gibt in der Welt Einheitsreligion. Das hören Sie immer wieder. Ja, man spricht so von dieser One-World-Ideologie. Glauben Sie wirklich, dass dadurch der Himmel auf Erden kommt? Ich sag's Ihnen in Jesu Namen, mitnichten. Mitnichten, alle Ideologien, die versprochen haben, den Himmel auf Erden zu bringen, haben die Hölle auf die Erde gebracht. Und diese Ideologie wird auch die Hölle auf Erden bringen. Ja, wer bringt denn jetzt das Friedensreich auf Erden? Und wer bringt das, wonach wir uns alle sehen? Und das kann ich in Jesu Namen sagen, das wird dann geschehen, wenn Jesus Christus seinen Fuß auf den Ölberg setzen wird. Und wenn er sein Friedensreich hier errichten wird, dann wird das geschehen, wo sich heute Millionen Menschen nachsehen, nicht er. Wer meint, er kann ohne Jesus, ohne diese Heiligkeit, ohne diesen Gerechten, ohne durch diesen souveränen Sohn Gottes, hier irgendwo ein Friedensreich errichten, der wird genauso scheitern, wie davor die Ideologien alle gescheitert sind, alle. Aber er wird nicht scheitern. Er wird sein Friedensreich hier errichten. Und darum ist es so wichtig, dass Sie klären, wie Ihr Verhältnis zu Christus ist. Weil er ist die entscheidende Persönlichkeit. Er ist die entscheidende Persönlichkeit der Weltengeschichte. Sie können mit mir, brauchen Sie in keiner guten Beziehung sein. Das wäre schön, aber ist nicht heilsnotwendig für Sie. Aber heilsnotwendig ist es, wie Sie zu diesem Sohn Gottes stehen. Und wenn Sie nicht im rettenden Glauben zu Christus stehen, dann werden Sie einmal an den Ort kommen, wo der Herr Jesus nicht wenig von gesprochen hat. Und wir heute auch nicht darüber wenig gesprochen haben. Glauben Sie mir, wenn Sie an der nächsten Beerdigung teilnehmen und Ihnen der Pfarrer sagt, derjenige ist im Himmel, weil er getauft wurde, christlich geheiratet hat, weil er am Konfirmationsunterricht teilgenommen hat und deshalb ist er im Himmel.
Wissen Sie, ich sage Ihnen das in Jesu Namen. Das ist der größte Witz und die größte Lüge, die es gibt. Garage. Das ist der größte Witz und die größte Lüge. Dass Sie meinen, weil Sie mal ein paar Sakramente geschnuppert haben, dann werden Sie in der Ewigkeit, da werden Sie bei Jesus sein. Da können Sie, da kann Ihnen der Pfarrer so viel Weihrauchkessel in Köln, gibt es nicht, um Ihnen die Ewigkeit in das Herz hineinzupumpen. Das wird nicht möglich sein. Aber Sie müssen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Sie müssen wirklich in wahrer Buße, gewirkt durch Christus, müssen Sie den rettenden Glauben ergreifen. Das hilft Ihnen nicht. Wenn Sie sagen, Arno, pass mal auf, ich mache mal Folgendes. Ich habe 11 Monate Pause von Jesus. Morgen gehe ich im Dom, setze mich in der ersten Reihe, dann kommt der Pfarrer mit dem Kessel und dann ist das Thema durch. Vergessen Sie es. Das wird Ihnen nichts nutzen. Das ist keine Eintrittskarte für die Ewigkeit. Die hat vor Gott keine Gültigkeit. Die Gültigkeit vor Gott ist das, was eben der Bruder gesagt hat, dass Jesus persönlich Ihr Zeugnis, und wissen Sie was, auf diesem Zeugnis steht nicht eine, zwei. Wissen Sie, ich habe eben so gedacht, als der Nathan das vorgestellt hat, wie mein Zeugnis von meinem Ich aussieht, da ist noch nicht mal eine 5 dabei. Da stehen nur 6 drauf und unten steht drauf, nicht versetzt. Das ist einfach das Thema. Und Sie müssen das wissen, Sie müssen den Herrn Jesus Christus sagen können, Herr Jesus, ich kenne dich und du kennst mich. Und wenn Sie das den Herrn Jesus sagen, dann wird er sagen, ja, das weiß ich. Dein Name steht hier im Buch des Lebens. Wissen Sie, stellen Sie sich wirklich die Frage, ob Jesus Sie persönlich kennt. Und dieser Sohn Gottes, wenn Sie Ihre Knie jetzt vor Gottes Sohn nicht beugen, es ist Ihre freie Entscheidung, Sie können sagen, das ist für mich alles plappalaplapp, was du mir erzählst, ich habe da keinen Bock mehr drauf und können weitergehen. Wenn Sie jetzt Ihre Knie in Buße nicht vor Christus beugen, einmal, sagt die Bibel ganz deutlich, wird jedes Knie sich vor den Sohn Gott beugen. Das können Sie mir glauben. Jedes Knie. Und deshalb verschätzen Sie dieses Leben nicht. Das Leben ist ganz entscheidend für Ihre Ewigkeit. Ihre Seele hat einen Ewigkeitswert. Und alle, die wir hier stehen und alle, die wir hier schon haben, aus seiner Gnade sprechen, wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie heute hier in Köln am 3.7. einen Meilenstein in Ihr Leben gesetzt haben und dass Sie einmal neben uns stehen und sagen, stell dir vor, Arno, ich habe damals eure Predigten gehört, dann bin ich nach Hause gegangen, habe diesen Meilenstein gesetzt und ich weiß, mein Name steht im Buch des Lebens und jetzt können wir zusammen nur eine Aufgabe erfüllen, Jesus anbeten und das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Gott segne Sie und möge Ihnen in Ihren Herzen hineinsprechen und diese Veränderung schenken. In Jesu Namen. Amen. Amen.